Wäre voll nett, wenn mal irgendwo einer nicht gerade in einem riesigen offenen Raum liegen würde. Oh, Vorbereitungen, geil. Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg! Aber, Eleanor, wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Oh je. Die arme Eleanor, die tut mir ein bisschen leid. Speichern, ja. Oh je. Aber hey, es sind jetzt nur noch zwei Little Sisters im Nachhinein. Dann haben wir beide gerettet in diesem Level. Ich weiß gar nicht, wie viel Festplattenspeicher ich noch habe. Moment. Alles gut, alles erst rein. Hier ist der Engel. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Forschungsbonus, größeres Portemonnaie. Way. Gut, das war ja ganz gut machbar. Die Kamera ist auch wieder geil positioniert gewesen. Na komm mit. Daddy, du rettest mich immer vor den Monstern. Genau, dafür bin ich da. Bohrertreibstoff voll? Tatsache, geil. So lange jetzt? Okay. Adam! Ach, die Arme. Tut einem ja fast ein bisschen leid, oder? Aber nur ein bisschen. Das war so klar, ne? Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Du machst das, Daddy. Wir lassen den mal alle töten, dann können wir chillen. Was ist das hier? Gekochter Pilz. Na jetzt nicht mehr. Kommt mir gekochten Pilz kaufen oder was? Nichts
Danke, Kollege. Oh je. Oh, hier wurden aber auch Sachen gepuncht, oder? Was war denn hier los? Hier wurde Fusel bestimmt hergestellt, oder? Alter, wie die aussah. Ekelhaft. Frau, was ist los mit dir? Immerhin ein B. Was ist mit dir passiert? Oh Mann. Haben wir hier? Maulwurf. Wie gerne würde ich dieses Material veröffentlichen. Das würde Geld bringen. Zinkler sagt, Ryan geht gegen Sophia Lamb vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an. Filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Nein, 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 Scheiße! Scheiße! Da! Neue Fähigkeit Bohrersprung. Vernichte deinen Gegner mit diesem verheerenden Sprungangriff. Tschüss. Sieh einer an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profifilmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Ja, ja, also seiner Zeit. Was haben wir hier? Rückkreis während meinen Bohrsprung. Okay, das mache ich jetzt aber nicht. Limbo Room. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Die mag uns mehr als Lamp, oder? Verwirre deine Gegner, damit sie sich gegenseitig zerfleischen. Okay, lassen wir mal außen vor erstmal. Da sollte man hypnotisieren, ausprobieren. Ich hab's voll versaut, ne? Als Bestrafung muss unser Big Daddy jetzt ganz viel Alkohol trinken. Okay. Oh Mann, eine Waffenverbesserungsstation, sehr geil. Ladestreifengröße. 6 Schüsse, erhöhter Schaden. Machen wir erstmal den erhöhten Schaden. Genau. Gut erkannt, Kleine. Die ganze Schminke hier. Schließung des Limbo Room. Das war's. Wir müssen das Limbo schließen. In dem Nobelschuppen in Uptown geht eine Bombe hoch. Und schon kriegen alle die Panik und heben ihr Geld von der Bank ab. Eine ganze Stadt zerrt an derselben Dollarnote. Die Banken gehen pleite. Und vielleicht einer von 10 hat sein Geld noch gekriegt. Wer hört mir noch zu, wenn ich rumposaune, wie blank alle sind?
Stanley ist mir keine Hilfe. Wie soll ich für die kleine Eleanor sorgen? Also haben wir ihr Eleanor weggenommen? Das ist ja äußerst interessant. Munition und Munition. Geil. Dankeschön. Ich glaube, du bekommst keine Sister mehr, lieber Rosie. Tut mir leid. Lieber Kollege. Du musst da, glaube ich, echt nur die Ruhe bewahren, ne? Man darf nicht hektisch werden. Da hat man ein Problem. Njam, njam, njam. Lecker, lecker. Wow! Echt viel schlimmer als Big Daddies, ne? Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Lamb spricht also von einer Familie. Geil, dafür die schweren Nieten zu verschwenden. Das ist natürlich sehr schlau von mir. Es gibt sehr viele Wege in diesen ganzen Gebieten und die sind auf jeden Fall nicht so durchschaubar wie noch in Teil 1. Das Gefühl, dass alles ein bisschen verzweigter ist. Oh! Sehr geil. Grundsätzlich finde ich jetzt die Position sehr nice. Mal schauen. Eve-Spritze und Sonntagsmesse. Ich habe Gerüchte gehört. Es ist kaum zu glauben, aber anscheinend hält irgendwer namens Wales unten in der Siren Alley Gottesdienste ab. Alle Religionen und Glaubensbekenntnisse sind willkommen, heißt es. Sie machen große Versprechungen. Erlösung, Unsterblichkeit und einen Weg hier raus. Es ist mir egal, wie verrückt das klingt. Ein Ausweg aus Rapture ist Musik in meinen Ohren. Nächsten Sonntagmorgen werde ich da sein. Hältst du mich für so dämlich? Verdammte Scheiße! Sie ist wehrlos! Ich hab mehr hier als du! Mein Gott. Na komm, Kleine. Vor allem die Splicer muss man sich ja klar machen, wollen die ja wirklich wehtun und die umbringen, ne? Das darf man nicht vergessen. Wenn irgendjemand hier böse ist, dann wirklich die Splicer, weil wir wollen die ja nur beschützen. Ellen produzieren und dann gehen lassen. Sehr geil. Alter, wie die aussehen, ne?
Nein, du bekommst mein Kind nicht, um das nochmal richtig zu betonen. Okay, da unten drin waren wir schon. Damit schließt sich ja der Kreis, ne? Aber was ist das denn? Feuersturm. Setzen deinen Gegner in Brand, wenn sie zuschlagen. Natürlich sehr geil. Oh, Selbstmord. Guck mal hier. Tabletten. Mit ihrer Katze. Nein! Die arme Kitty Catty. Und hier kommen wir, oder? Hier können wir die kleine schnell gehen lassen. Und retten. Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Jetzt kommt eine Sister. Oh je. Das ist wieder gerade richtig geil. Sorry. Sorry. Jetzt bleiben wir die alle tot. Okay. Durchatmen. Mein Gott. Wird's in der Ewigkeit heiß oder kalt sein? Wohl eher kalt. Alter, es ist aber immer gut hier, oder? Also die Sisters sind echt übel. Die sind richtig creepy. Vor allem die Musik. Und weil die auch weglaufen und wiederkommen, das ist richtig gruselig. Die Daddy sind okay, aber die sind wirklich... Na, ich weiß ja nicht.
Oh mein Gott. Mit den Schaden auch ein bisschen übertrieben irgendwie. Weil es macht ja schon Sinn, dass die viel Schaden machen, die Gegner, aber es ist halt schon echt extrem. Alles klar. Oh je. Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg, der dir den Weg blockiert. Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Oh je, Babyräuber. Hier sind überall die Schmetterlinge. Ja, hier wird es bestimmt richtig angenehm durchzukommen, ne? Der Fahrstuhl ist selbstverständlich kaputt. Und wir müssen zu Fuß gehen. Genau, die Bank schickt mich. Erstmal hacken. Und kaputt machen. Perfekt. Gut, wir haben jetzt nur sehr wenig Adam mal wieder. Das heißt, wir müssen ein bisschen sparsam mit dem Adam gehen. Das ist sehr dunkel. Das gar nichts. Okay. Der Gang sieht viel zu prädestiniert für einen Gruselmoment aus, oder? Alter, mit Taschenlampeneffekt. Oh mein Gott. Irgendwo haben wir einen Alarm, das ist okay. Solange er nicht gegen uns ist, ist mir egal. Soll die Musik? Die Stimmung gerade leicht angespannt. Hallo. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Also da war gerade einer, ich hab's doch gesehen. Keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Ja, versuch das mal. Na, top. Geil. Forschungskamera. Ist jetzt gut hier. Boah.
Oh, der hat sich den Kopf weggeschossen, sauber. Am Telefon. Toll. Hat sich gerade noch irgendjemand angerufen, sich verabschiedet und dann pupp. Okay. Komm ich denn da durch? Von der anderen Seite aus dürfen wir nur nicht vergessen. Will der denn? Das ist hammergeil irgendwie. Okay, und jetzt zurückgehen. Okay. Sehr geil. Das Hacken finde ich echt super. Oh, Alter. Ich bin nicht so heilig. Das war eine Magazinerweiterung. Ich freue mich eben, wo ich kann. Sechs Schuss. Wie geil. Was? Alles klar. Das finde ich richtig geil, das Hacken. Das gefällt mir richtig gut. Was haben wir hier? Gefrierender Bohrer. Du frierst Gegner noch länger ein und deine Bohrerangriffe können das Ziel gefrieren. Ja. Brauchen mehr Slots. Okay. Tod, 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 sag ich nur. Das bringt ein Mädchen in Fahrt. Was? Blut trennt uns, Monster. Ja, ja, komm mal runter. Warum ist der eigentlich immer so schlecht drauf? So ein paar Nieten, vor allen Dingen Schrot nehme ich mit. Und ein Hackpfeil. Ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lamb sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Dank Dr. Lamb. Du kannst das alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Werbung für den Film Der schwarze Traum. Du stirbst ganz allein. Ist das so? Profite kommen, Profite gehen. Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen? Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Sehr selbstlos. Warum immer tote Katzen? Warum? Mich mal interessieren. Andrew Ryan hat mir erzählt,
erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Oh nein. Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Ja, das macht ihn natürlich ganz selbstlos. Weil man riecht ja regelrecht, dass die Lamb böse ist, oder nicht? Wie kann man das denn nicht glauben? Beziehungsweise, wie kann man glauben, dass sie nicht böse ist? Einmal vertun und direkt in die Hölle los. Das darf ja nicht wahr sein. Haben wir zu viele Eve-Spritzen. Das ist wirklich alles sehr ungünstig. Hallo. Okay, das ist aber alles sehr, sehr kaputt hier, ne? Im tollen Sinclair Deluxe. Da haben wir uns nicht mehr viel übrig. Schrot ist sehr gut gegen die, merken wir uns. Rot, rot, rot. Money, money, money. Ein Heckpfeil und der Schmetterling. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretinor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lamb und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. So wurde also der Schmetterling das Zeichen von Lamb. Alles klar, aber schön, dass die alle noch leben. Grace's Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Ich habe jetzt nicht den Drang, die wirklich umzubringen. Tschüss. Wo ist jetzt ihr Zimmer? Eine Spritze, da haben wir alle voll jetzt inzwischen. Lagerkiste, geil. So, so einfach geht das. Neues Tonband. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich, aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair, du Trottel. Verarschen die sich wirklich gegenseitig? Wer profitiert am Ende? Andrew Ryan. Holloway, da sind wir ja endlich. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Weiß ich nicht. Oh. Eleanor, oh mein Gott.
Eleanors Zimmer. 5, 6, 7 Jahre. Ah, Lamp hat sie dann zu... Lamp hat sie hier hingegeben. Zu Holloway, ich verstehe. Scharfer Beobachter. Mache deine Forschungen effizienter. Ja, wir brauchen mehr Slots, ich merke schon. Das ist ja interessant, also... Lamp hat sie hier hingegeben. Und wir haben sie von hier aus mitgenommen. Und dann hat Lamp sie sich wiedergeholt vor 10 Jahren. Ich verstehe. Bist du jetzt? Lamp ist enttäuscht. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor, und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Das wirst du vielleicht bald herausfinden. Und weil es ist ja schon etwas her, dass sie übersehen hat, verloren hat. Untersuchen. Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Also ganz ehrlich, sie wollte ihre Pflegetochter doch auch nur beschützen. Und wir wollten sie auch nur beschützen, weil es unsere Programmierung ist. Und sie, weil es ihre Aufgabe war. Ich sehe keinen Grund, die zu töten. Ganz ehrlich. Ich sehe keinen einzigen Grund. Mach schon, du gottverdammtes Monster. Tu, was du immer tust. Na los. Nein. Dann geh doch zum Teufel. Los. Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein... denkender Mensch. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste. Dankeschön. Ein Geschenk von Lamp. Ich weiß, es ist falsch, dass ich mich jetzt so gut fühle, aber ich muss einfach grinsen. Dr. Lamp war da und hat mir erzählt, dass Andrew Ryan sie endlich einsperren will. Die Gläubigen werden am Boden zerstört sein. Und ich sollte es auch sein, aber... Sophia hat sich daran erinnert, dass ich unfruchtbar bin. Und sie bat mich, auf ihr Kind aufzupassen, während sie weg ist. Die kleine Eleanor Lamb. Ein wunderschönes, gescheites Mädchen. Jetzt habe ich ein Kind. Und
dadurch wird alles gut. Oh je. Ja, es war die richtige Entscheidung, sie am Leben zu lassen, oder? Tschüss, ich bin müde. Gute Nacht. Schlaf gut. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich weiß jetzt nicht, mit was für einem großen Gegen wir hier rechnen müssen. Gegen wer wir hier rechnen müssen. Ich hoffe mit gar keiner. Hat jemand geklopft? Tschüss. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamp ein paar Fragen stellen müssen. Und dafür wird sie dich umbringen. Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen, aber bei mir geht das nicht so leicht. Deals Tränen. Schlüssel einführen. Zack. Dann können wir hier auf jeden Fall nochmal ein Medkit mitnehmen. Ein Erste-Hilfe-Paket, ein Verbandskasten. Her damit. Spring auf, Junge, und starte die Bahn. Zwing mich nicht noch vorher zu pfeifen. Nee, alles gut. So, und weg hier. Meine Güte, was ein riesiges Gebiet, oder? Schön, aber da hatten wir echt die Entscheidung, Grace am Leben zu lassen oder auch nicht. Finde ich sehr geil. Siren L.A. Sieht sehr einladend aus. Sehr, sehr einladend. Schlachten wollt. Niemals werdet ihr ihren Garten erreichen. Junge, na komm, wach auf. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du bist auf dem Torpedo ins Jenseits geritten. Ich bin jetzt im Dionysus Park. Die Bahn ist im Eimer. Überall Lecks. Der ganze verdammte Laden hier ist überflutet und abgeriegelt. Aber es gibt eine Pumpenstation hinten in der Siren Alley. Die könntest du so umfrisieren, dass der Park trockengelegt wird. Dann könntest du rein. Geh zu den Pumpen. Beeilung. Alles klar. Ich finde Pumpstation 5. Das klingt super. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal bei Bioshock. So, das Level war länger als ich dachte. 3 Lils ist das. Ach du Schande. Ich freue mich aber trotzdem drauf, wenn wir weitermachen mit Bioshock 2 und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht rund um Eleanor und vor allen Dingen auch mit dem Pfarrer gerade. Das wird bestimmt lustig. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Bioshock 2. Ciao. Catch.